Hallo und Glück auf heute vom Trainingsgelände des FC Schalke 04 mit einem Personalupdate. Alle da bis auf Cedric Brunner und die beiden Langzeitverletzten Marius Müller und Leo Greimel. Ja, heute sehr intensives Training. Es wurde auf halbem Feld und das nochmal halbiert, quasi kürzester Distanz 3 gegen 3 gespielt und das tatsächlich kurz warm machen und 3 gegen 3 und dann irgendwann Ende und auslaufen. Ja, der FC Schalke 04 läuft wieder aus. Unter Thomas Reis war das ja nicht der Fall. Heute großes Auflaufen für meinen Kollegen Frank Lesinski, der das ja immer ein bisschen moniert hat. Ein großartiges Ereignis. Ja, Yusuf Kapadai, der hat heute einen sehr gelösten Eindruck gemacht. Könnte auch daran liegen, dass es wohl gestern ein Gespräch gab. Es gab ja da diesen Post, den er losgelassen hat. Ja, die Sachen sind wohl geregelt. Ob es eine Strafe gibt, das wissen wir nicht. Aber er ist auf dem Platz, keine Suspendierung. Davon ist jetzt mal auszugehen. Vielleicht der Vorteil, er ist erstens ein wichtiger Spieler und zweitens, es gab eine Reihe von Spielern, die ähnliche Posts abgesetzt haben, auch ganz prominente Namen. Vielleicht spielt das auch ein bisschen in die Karten, um diese ganze Sache, na gut, einmal mit einmal hinter die Löffel kloppen und dann darauf hoffen, dass man daraus gelernt hat. Die nächste große Frage ist, wer spielt gegen Karlsruhe im Tor? Also, Ralf Herrmann ist ja wieder zurück im Training. Justin Hickerin hat eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Auch Michi Langer war ja nicht schlecht. Ja, es könnte dann tatsächlich am 10. Spieltag der 4. Torhüter sein, der dann beim FC Schalke 04 eingesetzt wird. Also ich tippe, dass Justin bleibt und Ralf Herrmann einfach noch ein bisschen braucht, um reinzukommen. Ja, und vorne? Ja, vorne wird wahrscheinlich Terodde mit Brian Lassme wieder agieren, so wie im Testspiel gegen Almelo. Spricht eines dafür, klar, Karaman ist gesperrt, hat die gelb-rote Karte bekommen und ja, das neue System von Karl Gerrits 3-5-2, das spricht auch dafür, dass die beiden vorne wirbeln werden. Und wir haben auch Brian Lassme heute in der Mixzone gehabt und haben ihn gefragt, was hat sich denn jetzt so verändert? Wie ist denn das Training? Was ist anders? Was ist neu? Was ist besser? Ja, it's nice. Es ist schön, dass wir einen neuen Trainer haben. Er hat viele gute Gespräche mit uns geführt und wir können spüren, dass er Fußball spielen will. Er ist nicht so hart. Er möchte nur, dass wir auf den Platz gehen, Fußball spielen und dann jedes mögliche Spiel gewinnen wollen. Und so gehen wir in jedes Training. Ja, kurz überraschend, es ist nicht mehr ganz so hart. Wie meint er das denn genau? Ja, wenn ich meine, es ist hart, dann hat er uns nicht so viel für den Kopf gegeben. Wir können freier im Kopf sein. Aber nein, ich meine, es wird nicht viel geredet. Nur Fußball spielen und Spaß zu haben. Ja, am Sonntag gegen Karlsruhe und Brian Lassme kennt den Gegner, denn er hat in der letzten Saison mit Bielefeld gegen Karlsruhe gespielt und ihn haben wir gefragt, wie schätzt er denn den Gegner ein? Ja, wir haben in der letzten Saison zweimal gegen die gespielt und haben nicht gewonnen. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Ich denke, sie spielen schon sehr gut und sehr lange zusammen, bringen zwar ein paar neue Spiele mit, aber die Auswärtsspiele ist immer sehr schwer. Sie sind immer sehr heiß und ich denke, es wird sehr schwierig, gegen sie zu spielen. Aber wir trainieren hart und sind bereit. Wir müssen es einfach schaffen. Ja, es gab viele Gespräche mit dem neuen Trainer. Es gibt einen Systemwechsel, davon ist auszugehen, aber habe ich gerade schon erwähnt, auf 3-5-2. Und ja, und diese Gespräche, die sorgen für eine bessere Atmosphäre? Fragezeichen? It's true that that was a little bit hard, you know, after the... Ja, die letzte Zeit war nicht sehr einfach für uns. In den letzten Spielen war es sehr schwierig. Aber wir reden jetzt sehr viel miteinander und es kommt ein neuer Trainer mit neuer Energie. Und ich denke, wir müssen so bleiben, so wie nach dem Freundschaftsspiel. Während des Freundschaftsspiels konnte man ja auch sehen, wir haben eine neue Energie und die müssen wir einfach jetzt so halten. We can see that was a new energy, so we have to keep it like this.